Willkommen zurück zu 80 Days. Unsere Reise hat uns nach 40 Tagen erst nach Rangoon geführt. Und wir werden mal schauen, ob wir von hier aus wieder wegkommen, denn es ist ja nicht gut gelaufen in der letzten Folge. Unserem Herrn Fogg hier, der natürlich Phileas heißt, wie mir in den Kommentaren also sehr wohl angemerkt wurde. Das habe ich auch so gedacht, aber nochmal danke fürs Bestätigen. Dem geht es auch nicht mehr so ganz so gut. Und schon 35 weg, 65 noch übrig. Und mal schauen, ob mich die Entscheidung noch beißt, dass ich das Amulett verkauft habe, das uns vor Bösem schützt. So, Rangoon trägt immer noch die Zeichen seiner Eroberung durch die Briten im britisch-burmesischen Krieg. Aha. Darum versuchte ich so viel wie möglich mit meinem französischen Akzent zu erreichen. Aber selbst das konnte mich hier nicht retten. Kaum hatte ich zwei Schritte gemacht von der Veranda unseres Unterkunft, als ein enormer Schatten die Straße verdunkelte. Ein Schrei hallte und heißer Atem. Und dann wurde ich von einer großen eisernen Klaue geschnappt. Eine Klaue! In all meinen Reisen hatte ich so eine Behandlung nicht erwartet. Und dieses Gerät, es fliegt nicht, aber es springt. Mit hydraulischen Beinen oder was auch immer. Drei Sprünge. Und schon sind wir auf einem nahegelegenen Tempel und werden dort auf der Pagode abgesetzt. Oha, was ist das wohl? Ich wag mal einen Blick auf meinen Hascher hier, der mich gefangen hat. Nur um zu sehen, wie mich ein paar Raubtieraugen anschauen. Ein eiserner Löwe, vergoldet, mit einem menschlichen Porzellangesicht und Torso. Oha. Tja, da hat sich das mit dem Amulettverkaufen nicht gelohnt. Die Monster haben mich erwischt. Ich wurde in den Kommentaren dafür gescholten. Und wohl zu Recht. Naja, schauen wir mal. Seine Mähne gemacht aus rohen Rubinen, die wie Blut in einem Fluss aus Sonne glänzten. Und von seinen Zähnen möchte ich lieber schweigen. Es war auf jeden Fall kein sehr schönes Gefühl, hier auf der Pagode zu sitzen, nur wenige Zentimeter von seinen Klauen und seinen Zähnen entfernt. Ich bin Manusiha. Manusiha? Was ist das für ein Name? Du bist in meiner Stadt, Jean Passepartout. Du kennst meinen Namen? Ich kenne jede Kreatur, die hierher kommt. Ich bin der Beschützer dieser Stadt. Ich weiß das Warum und das Wie von jeder Kreatur, die durch meine Domäne läuft. Aber dein Zweck ist mir ein Mysterium. Wir reisen um die Welt, sagte ich, aber mit weniger Enthusiasmus als sonst. Die Welt ist ein gefährlicher Ort, sagte Manusiha und knurrte mit den Zähnen. Und ihr Europäer macht es nur noch gefährlicher, wohin auch immer ihr geht. Willst du mich essen? Du würdest mich nicht ernähren. Ich bin keine Bestie und auch keine einfache Maschine. Ich bin ein kaiserlicher Berater des Königs Pagan und nicht nur eine Ansammlung von Zahnrädern und Hebeln. Ich konnte es kaum glauben. Aber wer hat dich erschaffen? Ah,
Ich war einst ein königliches Spielzeug. Ein menschenfressender Löwe. Mit. Was? Cushion Teeth? Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Kissenzähnen? Und Smaragdaugen. Anyway, er hat sich was. Er hat die anderen Spielzeuge aufgefressen und daraus sich selbst erschaffen. Sein eigener Erschaffer, sage ich in Horror. Ich weiß nicht. Genieß meine Stadt, Jean Passepartout. Aber wenn du gehst, wirst du nach Pangsau Pass gehen. Aber, es gibt keine Route dorthin. Es wird eine geben. Schnappt mich bei den warmen Pfoten und springt zur Straße. Als ich aufhörte zu zittern, war er weg. Seine letzten mehrdeutigen Worte hallten in meinem Kopf wieder. Ich fragte mich, ob die Menschen aus Burma eines Tages einen Automaten zum König haben würden. Und ich fragte mich, ob er wirklich schlimmer wäre als ein Monarch aus Fleisch und Blut. Ich fragte mich viele Dinge, die ich besser nicht ausspreche. Wir haben eine neue Route entdeckt nach Pangsau Pass. Und ganz ehrlich, ich bin irgendwie versucht, der zu folgen. So schön die Pläne mit Australien waren, wir hatten hier ein wundervolles Event und wenn mir ein Monster sagt, ich soll nach Pangsau Pass gehen, dann mache ich das vielleicht, ansonsten werden wir möglicherweise gefressen. Batavia liegt morgen ab. Pangsau Pass mit Luftschiff. Morgen um 8. 5 Koffer, 14 Discomfort. 3 Koffer. Von da aus könnte ich natürlich dann über Hongkong und so. Aber was will ich denn in Pangsau Pass? Ah, ich bin hin und her gerissen, aber ich glaube, diese Reise hier. Hallo, ich möchte gern den Preis wissen von dieser Reise. Kostet mich das nichts? Es kostet mich nichts? Es kostet mich nichts? Hier kostet es mich was. Hier kostet es mich nichts. Ich bin überzeugt. Gratisreisen? Gerne. Also, ich denke mal, es kostet mich nichts. Ab zum Markt. Noch einmal einen kurzen Blick drauf werfen. Was haben wir denn alles? Das hier ist in Hongkong. Und in Batavia wertvoll. Tja, Batavia wäre schon ganz gut. Pyongyang. Singapur. Singapur. Vladivostok. Vladivostok könnten wir noch hin. Singapur, not so much. Wenn wir nach Batavia fahren, werde ich danach nicht mehr nach Singapur zurückkommen. Wenn wir nach Pangsau Pass fahren, werde ich danach nicht nach Singapur kommen. Von beiden habe ich keine weitere Reiseroute. Und da mir auch gesagt wurde von euch in den Kommentaren, dass ich doch den Events folgen soll, wenn es welche gibt. Glaube ich, würde ich das einfach mal machen. Beim letzten Mal habe ich mich dem Event widersetzt und bin nach Allahabad, obwohl mir der Typ davon abgeraten hat. Das war ein großer Fehler. Dann, wenn mir dieses Mal ein Monster sagt, ich soll nach Pangsau Pass, dann mache ich das einfach. Vielleicht hat's ja recht. Vielleicht hat's ja recht. Das heißt aber, eigentlich könnte ich die Sachen verkaufen, die ich nach Singapur transportieren wollte, weil da komme ich nicht mehr vorbei, egal was ich mache. Ich habe aber keine Zeit mehr, denn es ist schon Nacht, also einmal schlafen und dann muss ich morgen direkt los. Ah, es gibt nochmal ein Event. Ich erkunde nochmal die Straßen von Rangoon und kann das Gefühl nicht abschütteln, dass ich irgendwie beobachtet werde. Ich dachte, ich hörte ein leises Knurren in der Dunkelheit. Und das Glitzern von Augen, die mich durch Fenster anstarrten. Aber ich konnte mir nicht sicher sein. Und ich wollte abreisen. Es war nach Pangsau Pass. Das kostet wirklich nichts. Unglaublich. Zieht mir nur ganz schön viele Bequemlichkeit ab. Na gut, müssen wir wohl. Mit einem mechanischen Vogel, wie es mir aussieht. Ein Bronze- und Stahlvogel, der auf uns wartet.
Das ist der Transport, den Manusia angedeutet hat. Ich schluckte vor Angst. Aber Phileas Fogg war nicht im geringsten beeindruckt. Er sprang an Bord, zog seine Taschenuhr heraus und grinste, als wir uns in den Himmel erhoben. Ich werde mich mal ein bisschen um ihn kümmern. So war eigentlich ein bisschen ein Fehler, weil wir keine weitere Route haben. Ich hätte Leute fragen sollen, wo wir hinkommen von da aus. Naja, gemacht ist gemacht. Das ist ein Spiel von schnellen und dummen Entscheidungen. Und wenn man sie getroffen hat, dann ist man selber schuld. Wir können ja mal gucken, was uns jetzt in Punxsau Pass erwartet. Wir flogen über die Berge. Tiefe Abgründe, kleine Dörfer, tiefe Dschungel. Ein wildes und verwildetes, tiefes Land. Sogar Monsieur Fogg gefällt das ein bisschen. Passepartout! Wie auch immer du das hier arrangiert hast, ich bin beeindruckt. Ein Kompliment, aber ich weiß nicht, wir fliegen direkt nach Norden. Das ist eigentlich nicht so ganz, ich sag, gern geschehen. Wir landen in Punxsau Pass in der Dunkelheit. Der Vogel lässt uns sanft zu Boden, wirft unsere Koffer ab und dann erhebt er sich in den Himmel. Exzellenter Fortschritt. Hey, der hat ja überhaupt keine Bequemlichkeit verloren. Das hat ihm ja sogar gefallen. Na gut. Ich erinnere mich an Manusihas Worte und weiß nicht genau, was die bedeuten sollen. Wir müssen hier schlafen und am Morgen erkunden. Okay, ist doch interessant. Wir haben auch hier keine andere Option. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen, warum wir hier sind. Vielleicht ein magischer Teleporter, der uns direkt nach Amerika teleportiert? Das wäre doch mal was. So ein Event wünsche ich mir. Gut, es gibt keine Hotels hier. Also bleiben wir in einem kleinen Häuschen eines Einwohners in der Nähe. Ein Mann namens Captain Chalmers hat Surya erobert oder gefangen genommen. Ein indischer Revolutionär. Ah, okay. Ob wir mitkommen wollen und den Mann befragen? Ich glaube schon. Ich meine, dieser mechanische Löwe da, oder was auch immer, dieser Automat, muss ja irgendwie was von mir gewollt. Ich hätte ihn mal lieber fragen sollen, was ich hier machen soll. Das wär klug gewesen. Aber wahrscheinlich hätte er nur irgendwelche Andeutungen gemacht. Das ist der Task, die Aufgabe, den Manusia für uns hat. Ich soll diesen indischen Rebellen retten. Eine Gefängnishütte. Klein und stinkend. Mr. Fogg steht an der Tür und beobachtet mich mit hochgezogenen Augenbrauen. Vielleicht hört er mir zu. Gute Idee. Wenn er sich einmischt, warum nicht? Ich werde ihn nicht davon abhalten. Ich verschwinde hinter die Hütte. Auf die Rückseite. Oh, Feuerholz an der Wand. Ein Feuer wäre natürlich eine exzellente Ablenkung. Und da waren doch brennende Kerzen in der Baracke. Ich verlasse mich darauf, dass mein Herr die Dinge ein wenig verzögert, auch wenn er sie nicht lösen kann. Und kam Momente später mit einer Flamme zurück. Das Holz brannte schnell. Ich eilte hinter eine andere Hütte. Und das Feuer verbreitet sich schnell von Dach zu Dach. Aufs Dach. Noch nicht zu einem anderen Dach, zum Glück. Der Kapitän springt in Aktion. Die Tür der Hütte weit offen. Ich renne hinein.
Surjas Fesseln sind in aller Eile durchschnitten mit einem Messer, das zum Glück schon bereit lag. Und Mr. Fogg hilft ihm auf die Füße, während ich in der Tür warte und Wache halte. Und dann rennen wir davon den Hügel hinab und fallen atemlos zu Boden hinter einer kleinen Felskuppel. Surya dankt uns, wo wir immer wir sind. Wir werden gerettet, er verspricht es. Und so blieben wir und sahen zu, wie die panischen Offiziere das Feuer versuchten zu löschen und die ganze Zeit dachten, dass Surya immer noch drin wäre. Und Herrn Fogg hat das gefallen. Spannend. Wir kriegen eine neue Route nach Peking. Wer hätte es gedacht? Nehme ich direkt, ne? Nehme ich direkt. Arrives today. Ich will nicht schlafen. Embark. Let's go. Wilde Angelegenheit. Das interessiert doch keinen. Mr. Fogg war schon vorher glücklich. Endlich. Das sind die Events, auf die ich gewartet habe. Und ein Achievement gibt's dafür auch. Dieser große Vogel hier sammelt uns wieder ein, wusste genau, wo er uns finden würde. Schnappt auch unsere Koffer und dann uns und verschwindet im Himmel, bevor irgendeiner der britischen Soldaten auch nur ihre Waffen anlegen konnten. Ich versuche das gar nicht erst, Mr. Fogg zu erklären. Es ist klar, dass einige Dinge bei ihm im Geiste gar nicht erst ankommen. Ich frage Surya, was als nächstes passieren würde. Er hat Freunde in China. Die mögen die Briten nicht. Er wird sich da ein wenig erholen. Aber was ist mit Indien? Indien ist nicht frei. Naja, er wird wieder hingehen, wenn er geheilt ist. Er wird nicht aufhören zu kämpfen. Ich habe noch weitere Fragen, aber... Er schläft ein. Offensichtlich überanstrengt. Gut, reden wir mit jemandem. Achso, ich habe mir auf der letzten Reise gesagt, der hat gar nicht so viel verloren, aber gut, ich habe mich ja auch um ihn gekümmert. Jetzt rede ich auch mit ihm. Das ist ja praktisch. Reden wir doch mal über Peking. Es gibt keine Luftschiffe und Luftschiffe sind nicht erlaubt in Peking. Über seine Gesundheit. Es ist erschöpfender, als er angenommen hätte. Über... Oh, spielen wir doch eine Runde. Eine Runde Whist. Ha, das gefällt ihm. Wunderschön. Oh, ich habe das Gefühl, wir kommen voran. Gut. Wir überqueren das Himalaya. Und... Bla bla bla. Und landen in Sichtweite von Peking. Ich kümmere mich um Soja. Und die Kaiserin Xixi möchte keine Luftschiffe in der Stadt haben. Das beinhaltet auch unseren schönen Vogel hier. Der ein bisschen faucht. Wir eilten davon. Vielleicht hat er eine Nachricht für mich. Aber ich will nicht noch mehr Ärger. Vielleicht hätten wir noch eine weitere Belohnung bekommen, irgendwie. Naja, wer weiß. Belohnung genug, dass wir nach Peking gekommen sind. Auf zum Markt, solange er noch offen hat. Irgendwas wertvoll hier? Nein, aber die Singapur-Sachen verkaufe ich jetzt. Das hier war Singapur. Ich hab's schon wieder vergessen. Das hier war Singapur. Das ist ein bisschen... Doof, dass die Sachen wirklich so extrem viel mehr wert sind in bestimmten Städten. Es wäre schöner, wenn sie einfach in bestimmten Teilen der Welt mehr wert wären und nicht nur in einer bestimmten Stadt. Aber na gut. Die Dominos kann ich eigentlich noch behalten. Was kann man denn hier kaufen? Rest and Recuperation. Das klingt doch super. Ausruhen halt. Ein Stetson Hat. American Wardrobe. Klingt auch, als könnte man es gebrauchen. Pacific Timetable. Über den Pazifik. Ja, das klingt, als könnten wir es sehr gut brauchen. Dafür kann ich, glaube ich, die Machete jetzt verkaufen. Dschungel wird mir nicht mehr so viel bekommen. Dann können wir nicht weiterhin auf zwei Koffern bleiben.
und neue Routen entdecken. Von Hongkong nach Yokohama, das ist perfekt. Das ist übrigens, glaube ich, auch die Originalroute aus dem Buch. Hongkong, Yokohama und dann drüben nach San Francisco. Ja. Das ist die Originalroute. Natürlich könnten wir auch eine andere nehmen. Moment, ich muss kurz nochmal mich orientieren, wo... Ey, Moment, warum kann ich nicht planen? Danke. Ich will immer noch nicht planen, aber ich muss kurz mich nochmal orientieren, wo genau Hongkong liegt. Hongkong ist hier unten, genau. Wir sind jetzt eigentlich... Wir sind falsch. Also die Originalroute wäre über Bombay irgendwie nach Hongkong gekommen. Und von da aus weiter. Wir sind aber in Peking und könnten von da aus nach Vladivostok, was nicht schlecht wäre. Sehr teuer auch. Pyongyang, da hätten wir natürlich noch Zeug zu verkaufen, ne? Was haben wir euch gesagt? Ach, ich kann mir das nicht merken. Vladivostok, Yokohama, das wäre okay. Yokohama könnten wir, glaube ich, mitnehmen. Pyongyang. Tausende in Pyongyang wäre natürlich schon gut. Und Pyongyang in Hongkong. Pyongyang wäre schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wir haben da keine direkte Route hin. Müssen wir mal gucken, wann der Rest abfährt. Wir haben eine Route nach Yokohama, wenn ich das richtig sehe. Diese hier führt nach Yokohama. Und von Yokohama können wir nach San Francisco. Naja, wir haben im Moment keine Wahl, als hier zu übernachten. Vielleicht kommt da noch ein Event morgen mit Surya. Und dann würde ich, wenn ich kann, nach Pyongyang. Aber wenn ich von Pyongyang nicht nach Yokohama komme, ist Yokohama eigentlich schlauer. Ich denke, Yokohama muss es werden. Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Ich habe gerade wieder ein bisschen Hoffnung geschnappt, weil wir doch gut Zeit gut gemacht haben, glaube ich. Der Vogel war sehr schnell. Das waren jetzt nur 2 Tage. Der hat jeweils nur einen Tag gebraucht. Das war echt genial. Super, super genial. Gut, keine Luftschiffe hier. Und auch kein Anzeichen von Elektrifizierung. Selbst in den reicheren Gebieten, wo man vielleicht ein paar Ausnahmen erwartet hätte. Dafür gibt es aber trotzdem Maschinen aus Metall und Jade. Drachen, die auf den kaiserlichen Gebäuden sitzen und mit ihren Flügeln schlagen. Außerdem sah ich das Innere eines sehr komfortablen Hotels. Mit Dampfräumen, okay. Wo all die Hitze herkommt, war ein Rätsel. Vielleicht waren das Drachen, aber wahrscheinlich lag die Lösung eher in den Löchern im Hof des Hotels, wo der Besitzer behauptet, sie gehen 30 Meter in die Tiefe. Eine heiße Quelle vielleicht oder sowas, wer weiß. Ich habe jedenfalls mein komfortables Zimmer nicht verlassen. Ich ausgeruht, dem Herrn Fock geht's auch gut. Wir können hier nicht abreisen, wir können nur exploren. Komisch eigentlich. Verstehe ich gar nicht. Warum können wir nicht abreisen? Hey, eine Route nach Hongkong. Okay. Also, Hongkong wäre natürlich ein bisschen Umweg. Die direkte Route, die da jetzt schon eingezeichnet war, die ich aber wieder nicht benutzen kann, wie beim letzten Mal nach Kalkutta, wäre mir eigentlich lieber gewesen. Yokohama Direktweg wäre ideal. Wir laufen also durch die Straßen, suchen nach Möglichkeiten, wie man von hier wegkommt. Und, aha, jetzt, so. Und Hongkong ist offen. Yokohama geht nur über Hongkong. Ah, die Route geht auch gar nicht dahin. Vladivostok war das ja zuerst. Genau, genau. Vladivostok fährt morgen ab. Hongkong fährt heute ab. 290, das ist in Ordnung. Wann hat der 4 PM? Da habe ich noch einiges in Zeit. Was auch gut wäre. Vladivostok fährt morgen um 1 und kostet mehr. Ah, Hongkong sieht natürlich langsamer aus. Und Pyongyang wäre der Traum gewesen, habe ich aber nicht entdeckt.
Außerdem ist das ganz okay von der Bequemlichkeit her. Steht da, wann der ankommt? Morgen kommt der an. Das ist auch nicht schlecht. Das ist ein Tag. Ich denke mal, das werde ich nehmen müssen. Nochmal erkunden kann ich nicht. Die Bank kostet mich nur 2 Stunden. Die kann ich noch schnell machen. Dann aber schnell Abfahrt. Nach der Bank darf ich nicht zögern. Ich gucke einfach mal. Also ich erwarte, dass wir wieder warten müssen. Aber ich möchte mal gucken, wie lange wir warten müssen auf Geld. Ich schaue mir mal die Bank an. So groß wie in London. So, $1000 morgen. Das ist echt nicht schlecht. Wenn wir morgen auf die nach Vladivostok warten. Hatten wir Zeug für Hongkong dabei? Ich glaube, das würde ich machen. Dann kriegen wir 1000 extra. Können nach Vladivostok fahren und von Vladivostok nach Yokohama. Das gefällt mir. Ich habe gesagt, das ist ein Spiel der schnellen Entscheidungen. Ich habe mich entschieden. 1000 Pfund. Los geht's. Morgen früh da. Wehe, wenn das morgen früh zu lange dauert, bevor das Schiff abfährt. Dann bin ich aber sauer. Ich will noch einmal checken, dass ich hier keinen Fehler mache. Ich kann immer noch gehen. Hab ja noch nicht abgehoben. Der kommt Freitag erst an. Der braucht schon einige Zeit hier. Der würde direkt morgen ankommen. Aber wir haben Zeug zum Vladivostok verkaufen und wir würden nochmal 1000 abheben. Und ich glaube, ich brauche noch ordentlich Geld. Nachdem ich gesehen habe, wie teuer dieser Event-Elefant war, macht das schon Sinn. Und nach Yokohama wird das dann wahrscheinlich relativ lange dauern, während von Vladivostok aus sieht es einigermaßen gut machbar aus. Ja, das klingt gut. Das klingt alles super. Ab ins Hotel. Wir übernachten hier. Ich rede mal mit Leuten. Ich möchte gerne noch ein bisschen nach weiteren Routen suchen. Vielleicht gibt es doch noch eine nach Pyongyang. Nee, nichts gehört. Nichts gefunden. Die Bank öffnet bald. 10 Uhr öffnet die. Okay. Wann fährt das Schiff ab? Um 1. Gut. Alles gut. Dann, wenn ich jetzt die Zeit antippe, dann geht es ein bisschen vor. 9. 10. Bank. Okay, 2 Stunden hat die Bank gedauert. Das reicht gerade so. Muss mir alles merken. Und wir haben Geld. Oh Gott, ich bin so froh. Ab nach Vladivostok. Oh, ja, sehr schön. 21 Minuten. Nichts wie los. Uhuhuhuhuhu. Wir reisen mit der Joaquing. Bestimmt habe ich diesen Namen auch komplett falsch ausgesprochen. Eine chinesische Junke. Aha. Das Schiff ist schwer bewaffnet. Erwarten wir Schwierigkeiten? Ei, Piraten. Oder Krieg. okay. Hoffen wir keins von beiden. Okay, ich kann mich um Mr. Fogg kümmern und sonst nichts, also mache ich's doch. Achso, jetzt. Ja. My man, your attention is very relaxing. Oh, cool. Was spielen wir denn? Domino. Seafaring-Volk merkt Domino, habe ich mir sagen lassen. Wir haben eine weitere Route. Ja, alles gut. Ein schrecklicher Gegner. Ich sag jetzt mal, dass ich Gold verloren habe. Warum nicht? Ich möchte mal wissen, ob bei den schlechten... Irgendwann habe ich mal gesagt, ich möchte gerne wissen, ob bei den schlechten, also negativen Ergebnissen, danach irgendwas Gutes passiert, dafür, dass ich das wenigstens gewählt habe. 40 Pfund. Genau. Ich lerne, dass ein berüchtigter Juwelendieb die Wasser zwischen Singapur und Batavia in einem Boot namens Spicy Jake unsicher gemacht hat. Gemeinsam mit... Was? Einer unzuverlässigen Art, eine Krawatte zu binden? Nein. Was? Wie? Was? Ich bin wirklich schlecht im Domino.
Was? Ach so, jetzt verstehe ich. Ich hab gerade gedacht, was? Ich habe zwei Dinge gelernt. Ich habe gelernt, dass da ein Juwelendieb die Wasser unsicher gemacht hat und ich habe einen Weg gelernt, die Krawatte zu binden. Nicht der Juwelendieb hat Krawatten gebunden. Das hat mich gerade schwer verwirrt. Okay. Also. Fahren wir mal weiter. Ich kann mich eigentlich nur weiter um Herrn Fogg kümmern. Oh, zu spät. Captain Zhao liest eine chinesische Zeitung und ich frag mal nach, ob vielleicht ist ja irgendwas über uns drin, ne? Achso, ist total veraltet. Wird in Shanghai gedruckt. Na gut. Gibt's auch englische Zeitungen? Nee. Und ein Penny Dreadful sind Serien von Abenteuerromanen. Sowas wie die liebe Eleanor geschrieben hat. Eleanor? Ja, doch, Eleanor hieß sie. Okay, okay. Alles klar, wir schauen uns doch mal an, was Vladivostok zu bieten hat. Was? Ich hätte keine Ahnung, dass du so inkompetent bist. Muss ich mich hier beleidigen lassen? Ich glaube, ich habe irgendwas verkauft, was ich in Vladivostok... Okay, erstmal Planung. Ich kann direkt weiter. Kommt Montag an. Fährt ab. 3. Super. Das reicht zum Shoppen. Markt hat offen. Go. Der Mirror ist hier wertvoll. Jawohl, weg damit. Die Seide ist hier wertvoll. Weg damit. Railway Cap. Klingt gut, können wir in Amerika brauchen. Knitted Gloves. Cold Climate. So semi vielleicht. Traveling Cloak. Oil Paints. San Pedro, Hongkong. Kommen wir nicht mehr vorbei. Den Mantel könnte ich aber mitnehmen. Und warum nicht die Handschuhe? Haben wir dann noch Platz. Was habe ich gesagt? Um 3 geht's weiter. Keine Zeit zu verlieren. Die Zeichen stehen gut. Alles super. Yokohama, wir kommen. Ah, super. Der Mantel hat sich schon gelohnt. Los geht's. Geil. Es geht gerade richtig gut voran. Im Vergleich zu der letzten Folge geht's echt gut voran. Und ich glaube, wenn wir in Yokohama ankommen, beende ich die Folge. Wir haben ja jetzt schon wieder ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Wir weichen den russischen Militärschiffen aus und nehmen stattdessen ein koreanisches Schiff, das von Koreanern und Mongolen und wie heißt denn ein Mensch aus Sibirien? Sibirier gefahren wird. Die schauen sich meinen Herrn Fogg viel zu neugierig an. Ich sollte mich dafür bezahlen lassen. Okay, wir brauchen ein bisschen Infos. Vielleicht über Amerika wäre nicht schlecht. Außerdem möchte ich mal ganz kurz gucken. Also von da aus kommen wir nach San Francisco. Die Route ist gesetzt und dann hätten wir die Railway über Salt Lake City, Cheyenne, Omaha, Burlington und da endet's. Burlington ist Schluss. Das heißt, Burlington ist der Ort, wo ich dringend noch was weiteres brauche. Mist, schon das Event verpasst, wo ich mit jemand hätte reden können. Na gut. Ich bin froh, dass ich hier nicht so viel schaffen muss. Und Mr. Fogg ist natürlich wieder sein übliches Ich. Und liest Zeitungen, macht Berechnungen. Währenddessen fährt das Schiff voraus. 47 Tage haben wir hinter uns. Ich möchte mit jemand reden. Mademoiselle, ich möchte gern was über Yokohama nach San Francisco. Das Gute, die Route kenne ich, kann ich hier mal erzählen. Ach, Santiago nach Lima. Naja, das brauchen wir nicht. San Francisco, Las Vegas. Das wäre eine neue Route für uns. Kann ich ja mal nachfragen. Oder ich gebe ihr noch ein paar Infos über Burlington. Vielleicht sagt sie dann was. Es gibt die Canadian Pacific Railway von Regina to Winnipeg. Aha. So, da haben wir es doch. Burlington, Omaha ist die falsche Richtung. Burlington, Cheyenne ist auch die falsche Richtung. Burlington, Washington erst recht.
Burlington, Atlanta, ich bin nicht ganz sicher, Dallas ist auch in der Mitte irgendwo, Atlanta ist Georgia, wenn ich mich nicht irre, das müsste Richtung Ostküste sein. Okay, da gibt's keine Route. Aber sie hat gelernt, ihre eigenen Schuhe zu binden? Wow, excellent. Sie ist nicht dumm. Okay, ja, ja, alles klar. Albuquerque ist New Mexico, da will ich nicht hin. Dallas, habe ich gesagt, müsste noch grob in die Richtung sein. Dallas hat sich gut vom Civil War erholt, okay. Burlington, New Orleans wäre nach unten, an den Süden. Wäre auch eine Variante. Man kann mit der Dark Queen dahin fliegen. Das geht aber langsam voran. Okay. Das muss dann ein Luftschiff sein, ne? Spielt sie Domino? Ja. Fragen wir nochmal über Burlington. Das ist nur durch Salt Lake City. Ja gut. Habe ich ja, glaube ich, gerade schon gesehen auf der Karte. Burlington, Dakar? Das ist mal eine Route. Hat sich das denn ausgedacht? Salt Lake City, erzähl mir was. Ich erzähl was. Oder auch nicht. Salt Lake City, Revolver. Kann man New Orleans verkaufen? Okay. Wenn sie mir auch eine Route nach New Orleans genannt hätte, wäre das Ganze wesentlich besser. Salt Lake City nach Port Moresby, habe ich übrigens nachgeschaut, war... Ich habe es wieder vergessen. Philippinen? Irgendwo in der Indonesien oder sonst irgendwas, irgendwo in der Gegend da. Also nichts, wo wir hinwollen. War auf jeden Fall nicht Australien. Ja gut, Albuquerque, sag doch mal Albuquerque. Ah ja, gibt eine Route. Also haben wir einiges gelernt. Gastown nach Calgary. Regina oder Regina, I don't know. Wahrscheinlich Regina. Salt Lake City, Albuquerque ist nicht so nützlich. Burlington nach New Orleans mit dem Luftschiff. Ist ein bisschen doofe Route, aber wäre machbar. Die Santiago-Route wird nichts mehr, da komme ich nicht hin. Ich will quer durch Amerika durch. Elena spricht gutes Englisch und folgt uns als Übersetzerin. Ob ich ihre Eltern kenne? Sind die berühmt? Ja, ein russischer Offizier. Und die Mutter kommt aus einer kosakischen Familie. Alle Soldaten. Ein russischer Offizier, maybe? Sie hat gesagt, vielleicht ein russischer Offizier. Sie ist sich nicht sicher? Aha. Achso, die Mutter hat ihn kennengelernt, als sie als Mann verkleidet bei den Kosaken beigetreten ist. Alles klar. Und dann ist er an Schock gestorben. Ja, klar. Natürlich. Und hat nur sie als Geschenk zurückgelassen. Klingt mir sehr nach Geschichte. Okay, that's nice. Mama arbeitet im Boilerraum. Naja, toll. Wie heißt das im auf Deutsch? Da, wo der Kessel steht und Dampf macht für das Schiff. Alle die Seeleute haben Angst vor ihr. Na toll. Eines Tages möchte ich sein wie sie. Mhm. Elena, alles klar. Aber einen Freund oder eine Freundin im Boiler Room könnte nützlich sein. Vielleicht können wir dann schneller nach Yokohama kommen. Die Mutter schaufelt jetzt bestimmt ganz allein extra Kohle, damit wir schneller fahren. Super. Wann sollte das Schiff eigentlich ankommen? Habe ich vergessen. Elena klopft. Der Preis, um heute anzukommen, ist 800 Pfund. Und wenn wir das nicht zahlen können, werden unsere Köpfe gegart. Das ist zu viel. Ich würde gerne mit der Mutter reden. Das 800 Pfund für einen Tag gespart oder was?
Der Preis ist zu hoch. Oh, wir sollen uns nicht herausnehmen, hier den Preis der Kohlen in diesen Gebieten zu erzählen. Zahlen oder abwarten? Hey, 800 Pfund. Das sind ja wahnsinnig. Ich möchte ja schon wissen, wie das jetzt mit dem Kochen der Köpfe passiert. Ich warte. Elena lacht. Wir sind jetzt gar nicht heute angekommen, oder? Oder doch? Also, ich bin nicht ganz sicher, ob sie jetzt wirklich die Fahrt schneller gemacht hat oder ob sie die Fahrt schneller gemacht hätte, wenn ich die 800 bezahlt hätte. Wir sind einen Tag später angekommen, Tag 49. Tja, gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Und das ist in der nächsten Folge, wenn wir an lebendem Leib im Boiler Room verheizt werden. Und deswegen bis dahin eine schöne Woche. Und schreibt mir wieder in die Kommentare, was ihr von dieser Folge haltet, was ich machen soll. Ob ihr einen besseren Plan habt als San Francisco, aber wahrscheinlich nicht. Es gibt ja nichts anderes. Und vielleicht könnt ihr schon mal sagen, ob ihr die Route nehmen würdet nach New Orleans oder ob ihr lieber versuchen würdet, was anderes zu finden. Alles klar, bis dann.